So, Leute, es ist soweit. UPS war gerade bei uns und ich habe schon im Videotitel gelesen. Hier ist die Sony A7S III drin und ja, das wird auch ein Start einer kleinen Videoserie hier bei uns auf YouTube. Denn ja, es ist einfach die geilste Kamera, die Sony in den letzten Jahren rausgebracht hat. Und ich habe jetzt lange, lange gewartet. Ich habe Calumet vorbestellt, schon direkt einen Tag nach der Veröffentlichung im Juli. Und jetzt ist es genau, wir haben den 29. September. Ich musste ein bisschen warten, bis die Kamera ankommt. Und ja, das Erlebnis möchte ich gerne mit euch teilen. Was ist mein erster Eindruck? Ich habe die Sony A7R III vor 3 Jahren mir gekauft, bin vor 3 Jahren von Canon auf Sony umgestiegen. Deswegen habe ich schon ein bisschen Erfahrung mit Sony und hier ist die Kamera drin, auf die ich sehr lange gewartet habe. Ich höre auf zu reden, ich will das Ding aufmachen und auspacken mit euch zusammen. Und damit starten wir nach dem Intro. Also bis gleich. So, wir starten mal direkt mit dem Auspacken. Ich kann es nicht erwarten. Ja, 4.200 € kostet das Ganze. Und das einmal kurz zum Thema Transparenz. Ich habe mir die Kamera selber gekauft, weil wir filmen so unglaublich viel, obwohl ich seit 10 Jahren hauptberuflich Fotograf bin. Ist Thema Film sogar schon wichtiger geworden, vor allem bei den Firmenkunden. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen nochmal eine ordentliche Filmkamera. Und als die A7S III vorgestellt worden ist, habe ich mir gesagt, die brauchst du auf jeden Fall. So, ich mache das hier jetzt mal auf. Wir haben hier oben noch eine Kamera installiert. Hier ist erstmal eine Sony-Karte drin, 3 Jahre Service-Plan, also 3 Jahre Zusatzgarantie gibt es hier drauf, wenn man die vorbestellt hat. Das ist diese Karte schon mal, aber die interessiert mich gerade eigentlich nicht. Aber mich interessiert das hier, das Gerät hier. So, weg damit. Das interessiert auch nicht. So, hier ist es schon mal. Ist auf jeden Fall schon mal typisch Sony, sag ich mal so. Und jetzt gucken wir mal eben. Ich mach's hier mal auf. Gucken uns das mal an. So, erstmal Bedienungsanleitung brauchen wir nicht. Unwichtig. So, ich drehe das mal zu euch. Wir haben jetzt hier erstmal USB-C auf USB-3-Kabel. Das interessiert mich eigentlich auch nicht. Hier haben wir das ist für die Verbindung. Das packt man an die Kamera, dass die Kabel besser halten. Das ist ja auch mit dabei. Das war bei der A7R III schon mal nicht so. Aber wahrscheinlich hat Sony das gemacht, weil die schon wissen, dass man hier höchstwahrscheinlich als Filmer auch mal was Externes anschließen will. Und dass einfach die Kabel besser halten. Bin ich mal gespannt, wie das dann nachher in der Praxis aussieht. So, jetzt machen wir das Ganze hier mal auf. Oh, hier steht schon, ne? Sony A7S III. Das Ding werden wir wahrscheinlich sehr selten benötigen. Deswegen lasse ich das mal hier in der Verpackung, so wie es hier liegt. So, was haben wir denn dann noch? Aufladegerät ist auch klar. Was haben wir hier drunter noch? Kabel zum Aufladegerät. Jetzt haben wir alles Unwichtige weg. Und jetzt guckt euch das mal an, wie klein einfach diese Kamera aussieht. Ich hole sie mal raus. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, du. Ja, eigentlich weiß man ja schon, was da jetzt kommt, aber die Kamera ist das erste Mal in der Hand zu halten. Ist natürlich dann nochmal was ganz anderes. Und die liegt schon mal auf jeden Fall besser in der Hand als die Sony A7R III. Also das merkt man direkt, die liegt richtig, richtig geil in der Hand. Das haben die schön, schön verbessert. Also das fällt direkt auf. Ansonsten, Sucher, finde ich, ist auch irgendwie ein Stückchen größer gefühlt als bei der A7R III. Also das hier, ich weiß, dass es der höchst auflösendste Sucher ist, den Sony jemals in eine Alpha eingebaut hat. Da bin ich mal gespannt. Klappdisplay, natürlich jetzt hier ganz, ganz ungewohnt für einen Sony-User. Hat natürlich Vorteile, hat aber auch immer die Nachteile, dass wenn ich jetzt immer was klappen möchte, wenn ich jetzt von unten filme, dass ich das immer ausklappen muss. Aber hat natürlich auch viele Vorteile. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr guter erster Eindruck auf jeden Fall. Was ist denn noch neu? Was haben wir denn hier oben? Wir haben jetzt hier oben natürlich erstmal die verschiedenen Belichtungsstufen, die wir einstellen können, von 0 bis plus 3 und minus 3. Die sind jetzt hier auf jeden Fall mit so einem Knopf geregelt.
Das ist auf jeden Fall neu. Die Räder sind hier ein bisschen neu. Ach ja, das sehe ich ja jetzt erst. Und der Record-Button ist auch neu. Das heißt, der ist ja jetzt ja von hier vorne ist der nach hier oben gewandert, der Record-Button. Obwohl ich halt bei der A7R3 fand ich den Record-Button hier sehr, sehr gut platziert, weil man hier einfach quasi immer draufdrücken konnte. Da ist jetzt hier C1 untergebracht. Und jetzt haben wir natürlich hier vorne, das muss man jetzt immer mit dem Zeigefinger machen. Das liegt quasi direkt neben dem Fotomodus. Aber ich denke auch, dass man einfach die Record-Funktion auch hier auf C1 packen kann. Also wenn man sich da jetzt nicht umgewöhnen möchte, kann man auch sicherlich das Ganze umstellen. Ich packe jetzt erstmal hier den Karton raus, dann sieht das hier mal ein bisschen sauberer aus. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Wir gucken uns mal die Speicherkartenslots an. Das hat Sony auch auf jeden Fall optimiert, dass wir jetzt hier das Ganze ein bisschen schöner öffnen können. Also mit so einem Schub da drin, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Boah. Also da bin ich mal. Also wir haben ja auch die C-Fast-Karte, habe ich mir auch schon geholt. Die packe ich da gleich mal rein. Bin ich mal gespannt und packe da auch mal direkt eine Micro-SD-Karte rein. Aber wie gesagt, wir werden das in den nächsten Wochen hier ein bisschen ausgiebiger testen, was die Kamera so alles kann. Aber erstmal würde ich sagen, packe ich da einen Akku rein. Nur, wo ist dieser Akku? Hat Sony dann Akku mitgeschickt? Ich hoffe es. Da ist er. Den habe ich natürlich übersehen. Das finde ich auch sehr gut, dass Sony einfach dem Akku treu geblieben ist, dass wir da jetzt nicht nochmal irgendwie wechseln müssen. Da haben wir nämlich genug von. Ich packe den mal rein. Ich hoffe mal, da ist ein bisschen Saft drauf. Nee, ist nicht. Einen Moment bitte. Bin sofort wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt machen wir das mal mit dem vollen Akku. Also neuer Akku ist leer. Vorhandener Akku einmal reinpacken. Oh ja, Touch ist ja auch, stimmt. Touch haben wir auch. Ja, das ist auf jeden Fall hier der erste Eindruck mit dem Klappdisplay. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Sieht schon mal gut aus. Was wir uns auch noch angucken müssen, ist auf jeden Fall, was hat das Ding für Anschlüsse? Ich weiß es natürlich schon, dass hier ein komplett HDMI-Anschluss mit eingebaut worden ist. Also die Klappen hier finde ich auch schon mal auf jeden Fall ein bisschen besser. Das wirkt nicht so billig, wie das bei der A7R3 gewirkt hat. Also die haben wirklich das auch nochmal ordentlich verbessert. Hier oben dann jetzt nochmal so ein kleines Fach für den. Ist das der Ton? Oder ist das Plug-in Power? Das weiß ich auch nicht. Doch, das muss der Ton sein. Auf jeden Fall auch durchdacht, dass wir hier oben jetzt quasi nur so einen ganz kleinen Pinöppel haben für den Ton. Finde ich auch sinnvoll, oder Marvin? Ja, auf jeden Macht Fall. wohl Sinn, ne? Das wurde auf jeden Fall verbessert. Und jetzt der größte Anschluss hier natürlich. Bäm, komplett HDMI. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Freue ich mich drüber, weil natürlich die Mikro-HDMI-Geschichte, die hat immer sehr, war immer sehr anfällig für Verbindungsabbrüche etc. Ist natürlich ärgerlich, dass ich mir erst letztes Jahr für 80 Euro ein Mikro-HDMI-Kabel für den Atomos Ninja V gekauft habe. Original von dem Hersteller. Das ist natürlich bitter, dass ich jetzt hier nur noch HDMI auf HDMI habe. Aber auf jeden Fall, glaube ich, für die Zuverlässigkeit, wenn man mit externen Recordern arbeitet, ist das auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Ja, also das war unser kleines Video zum Unboxing der Sony A7S III. Auf jeden Fall wurde am Griff sehr, sehr viel optimiert. Das finde ich sehr, sehr gut, dass es einmal ein bisschen besser in der Hand liegt, weil als ich damals von Canon zu Sony umgestiegen bin, war das schon ein bisschen. Ja, schwierig, die Kamera in der Hand zu halten, fand ich. Das war schon eine große Umstellung, weil die großen Canons damals, die 5D Mark III, die lag echt ganz, ganz anders in der Hand als die A7R III. Und das, finde ich, hat jetzt Sony mal richtig schön optimiert. Mit dem Record-Button obendrauf weiß ich noch nicht, wie ich damit klarkomme. Muss ich einfach nochmal schauen. Ein paar Knöpfe hier wurden optimiert, aber ansonsten, ja, Sucher muss ich einfach testen. Wie gut ist der Sucher? Ist der höchstauflösendste, den Sony je verbaut hat. Der Monitor, bin ich mal gespannt, wie das mit dem Monitor funktioniert. Von der Auflösung her ist es eigentlich der gleiche wie in allen anderen Sonys auch. Da wurde nicht wirklich was optimiert. Aber der allererste Eindruck, auf jeden Fall sehr, sehr gut, ist auch nur der Body. Wir packen das mal ein paar Objektive dran, gehen damit jetzt mal in die Praxis. Und ich würde sagen, wir zeigen euch nächste Woche dann mal,
wie diese Kamera ja so in der Praxis aussieht. Wir haben den Ninja V hier, wir werden den ganz, ganz viel testen, wir werden uns die Videofunktionen angucken, wir werden das mit anderen Kameras vergleichen, inwieweit kann man auch mit älteren Sony-Kameras im S-Log das Ganze vergleichen, mit den RAW externen 16-Bit-Geschichten 422 von der A7 S3. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was die Kamera kann, wie sieht das mit Overheating aus und vor allem, wie sieht das mit der ISO aus? Das interessiert mich natürlich auch nochmal. Da geben wir euch auf jeden Fall ein Feedback. Das in den nächsten Wochen hier. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht kennt, abonniert den gerne. Drückt gerne die Glocke, um nichts zu verpassen. Und ja, das war's für diese Woche mit einem kleinen Unboxing. Alle Links zu unseren Stefan und Kai Inhalten und auch zu unseren Presets findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung und auch eine Woche kostenlose Mitgliedschaft in über 50 Stunden Videokurs auf stefanundkai.de. Das war's für diese Woche. Bis nächste Woche. Ciao.